Guten Morgen, Freunde. So, das sehe ich, wenn ich morgens aufwache und hochschaue. Oben auf der Lichtkuppel liegt jetzt gerade Schnee. Und es ist ziemlich kalt. Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Also es ist 8.30 Uhr und Zeit jetzt mal aufzustehen. Aber ich will gar nicht aufstehen, weil das Bett so unheimlich schön warm und bequem ist. Tja. Aber jetzt gibt es einige Sachen zu tun. Krafttraining unter anderem und Frühstück machen, die Jurte aufheizen. Und natürlich mich auch anzuziehen. Oh, und jetzt stehen wir mal auf. So, hier geht's morgens immer runter. Morgen, Ralle. Kleiner Schatz. So, heute werden wieder vier Paar Socken angezogen. So ein paar dünne hier. Und dann solche dicken Wollsocken. Und ab Herbst stecke ich mir hinten in die Hose immer noch dieses Fältchen rein, damit der Rücken warm bleibt, sonst verspannt er so, wenn es hinten zieht und kalt ist. Und das ist eine gute Sache hier, das Teilchen. Ja, lange Unterhose habe ich auch an. Und ja, man braucht dicke Klamotten im Moment. Jetzt kommt das Teilchen da hinten in die Hose. Nee. Geht ja ganz anders. Geht ja hier rein, in die lange Unterhose. Da geht es rein. So. So, dann hält das auch besser. Guten Morgen, Walla. Die Hose drüber. Perfekt. Hier habe ich morgens immer schon ein bisschen Holz liegen vom Vortag, was am Tag davor getrocknet ist, falls da überhaupt noch Feuchtigkeit dran ist. Und hier werde ich jetzt gleich mal ein bisschen Anzündholz machen. So. Guten Morgen, Rala. Guten Morgen, mein Schatz. Ach, die kleine Maus. Hm? Guten Morgen. Die will noch schlafen. Hm? Oh, ganz süß. Guten Morgen. Oh. Guten Morgen. Ganz warm. So muss das sein im Winter. Hier mache ich Anzündholz für den Ofen gleich. Auch eine Tätigkeit, die typisch für den Winter ist.
Erst die Jutta heizen, dann gibt's Frühstück. Dann gehe ich mit dem Hund raus. So. Zack. Nur ein bisschen Birkenrinde rein. Zack. Dann läuft's. Jetzt wollen wir aber trotzdem mal einen Blick nach draußen werfen. Die wenigsten Fernsehteams wollen sich das antun, bei dem Wetter zu drehen. Deshalb nehme ich euch jetzt mal mit. Ja, die ersten Eiszapfen bilden sich schon. Ja, krass. So. Und so sieht die Jutta aus im Winter. Die Jute Juchte. Herrlich. Mitten im Wald. Mitten im Wald. Alles gefroren. Eiszappe, sagt man im Urwald. Das Wetter wird ganz gut heute.
Mein Frühstück zelebriere ich morgens immer förmlich. Dann gibt es dann Porridge mit Haferflocken und Obst, Rosinen und Nüssen. Und dann gibt es noch ein bisschen Whey-Protein dazu, Honig, Kurkuma und Pfeffer. Und dann lege ich mich zu der Rana auf die Couch, die Füße direkt an den Ofen. Und dann taue ich die eingefrorenen Füße wieder auf. So, und jetzt geht's auf zur allmorgendlichen Hunderunde. Komm, Rala. Oh, Rali, guck mal hier. Feines Stöckchen. Warte. Na, fuh. Nein, aus. Warte. Ja, wo ist er? Ja, wo ist der Stöcki? So, ihr Lieben, und so sehe ich aus bei dem Wetter. Dick eingepackt. So, jetzt gleich muss ich mit einem Fernsehsender telefonieren und ich hoffe, die haben einige gute Gründe, dass ich bei dem Wetter meine schöne warme Jurte verlassen musste. Wie ihr seht, es liegt hier wahnsinnig viel Schnee. Krafttraining muss auch bei dem Wetter gehen. Deshalb schauen wir jetzt mal, wie das da oben aussieht. Ja, da sieht man an den Lawinen auch, wie viel Schnee da liegt. So, ich habe gerade schon die Plane abgedeckt. Leider musste ich feststellen, dass die Handelscheibe da fest gefroren ist. Jetzt gucken wir mal, ob wir die abkriegen. We'll be right back.
Da ich so ein kleines Rattenproblem habe, werde ich jetzt mal die Falle wieder scharf machen mit dieser Erdnussbutter hier. Und die Ratten, die gehen immer in den Kompost hier vorne, wo die Küchenabfälle reinkommen. Da ist schon eine scharfe Falle und hinten in der Werkstatt, da ist auch eine aufgestellt und die machen wir jetzt scharf mit der Erdnussbutter. Peanut Crunchy Butter. Ja, ich habe auch ein Auto, diesen alten VW Polo, mit dem ich unter anderem meine Einkäufe tätige und diese jetzt auch in die Jurte bringen muss. Ja, das ist natürlich ein grenzwertiges Thema, als Aussteiger ein Auto zu besitzen, aber wenn man wie ich viel handwerklich arbeitet und große Bauteile transportieren muss, dann ist das Auto hier auf dem Land unerlässlich.
Haha, keine Angst, liebe Leute. Ich habe mir keinen Finger abgehackt. Heute gibt es was ganz Feines auf dem Tisch. Und zwar Kartoffelpüree mit Muskatnuss und Möhren. Und frische Hirschleber. Also entweder man liebt sie oder man hasst sie. Ich wurde darauf aufmerksam gemacht durch eine liebe Nachbarin. Denn wir hatten heute eine Treibjagd hier und die Jäger haben einfach die Innereien von dem geschossenen Hirsch draußen im Wald liegen lassen. Und bevor die dort verrotten, habe ich mir die dann mitgenommen. Leber ist übrigens sehr, sehr gesund, weil sie viel Zink enthält. Also Unmengen eigentlich schon fast. Und da ich ja Krafttraining mache, achte ich da sehr auf meine Ernährung. Und da ist Leber eine tolle Ergänzung. Und ich bin total happy, dass ich das heute mal auf dem Tisch haben darf. Und der Kartoffelpüree ist übrigens selber gestampft. Einfach angemacht mit etwas Muskatnuss, Milch. Also ich habe jetzt so Vollmilchpulver genommen und dann etwas von dem Möhrenwasser reingemacht. Das ist wirklich ganz köstlich. Guten Appetit. Ali. Ali. Ralla spazieren? Ralla spazieren? Kommt die Ralla mit spazieren? So, die kleine Rana, die habe ich auch schon eingepackt, damit die heute Nacht nicht frieren muss. Mäusi, schlaf gut. Schlaf gut, kleiner Schatz. So, wir haben draußen minus 2,5 Grad. Hier drin sind so 5 Grad mehr. Auch nicht so wahnsinnig warm, aber es geht. Und ich werde mich jetzt mal bettfertig machen und dann lege ich mich ab. Oben auf der Lichtkuppel liegt Schnee. Und zwar ganz ordentlich. Ja, ihr Lieben, so sieht's aus. 20.30 Uhr. Großartig was machen kann ich jetzt auch nicht mehr, also lege ich mich ins Bett. Das sind meine Winterpantoffeln, damit die Füße nicht kalt werden. So, ist der Tag schon wieder vorbei. Gutes Nächtle.